löse meine Probleme gerne schnell. Was ist hier für ein weirder Bohrturm? Ja, es hat natürlich immer eine Wahrscheinlichkeit auf irgendwelches Loot, ne? Auch wenn man hier meistens enttäuscht, ist auch wieder das falsche Wort. Ah nee, das Ding ist das hier. Das war da alles drauf? Boah, hab ich es nicht gesehen. Ich muss da wieder hoch. Hallo, wie hieß du nochmal? Noah. Ein einzelner Name ist, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass das auch ein Typ sein hätte können, dem ich helfen könnte. Aber dann soll er nicht auf mich schießen, wenn ich die Tür aufmache. Der war schuld. Wenn ich irgendwo einbreche, dann muss man nett zu mir sein. So, findet man hier noch was? Warum baut er sich sowas? Er hat nur eine Schrotflinte gehabt, der braucht das gar nicht. Komme ich hier unbeschadet wieder runter? Noch bin ich unbeschadet. Ah, ich verstehe. Er hat ein Boot. Deswegen Noah hat eine Weile gebraucht. Entschuldigung. Ich glaube, das war nur ein Easter Egg. Verrückter als Easter Egg. Aber wo sind die Kollegen, die auf ihn geschossen haben? Sind die noch weg? Muss ja noch einer sein, wenn mir jetzt schon einer markiert wird. Oder ist einer hier hingezogen? Das kann natürlich sein. Hallo. Dennis Pfadfinder. Wie geht's, Bruder? Ich habe eine Frage. Müsstest du jemand einen Job für mich hat? Ja, ich will eigentlich keinen Job. Ich will der Hauptquest. Ich will etwas fragen. Weißt du irgendwas über abgestürzte Hubschrauber? Wer könnte an Karten der Gegend zwischen Saturn und Jupiter interessiert sein? Pilot natürlich. Wer sonst? Er heißt einfach Pilot? Er ist ein Ortskundiger, musst du wissen. Er ist ständig zwischen der Skadowosk und der Janov-Station unterwegs und kann mit deinen Karten sicher etwas anfangen. Ja, dankeschön. Weißt du irgendwas über abgestürzten Hubschrauber? Über abgestürzten Hubschrauber. Über die abgestürzten Hubschrauber natürlich. Ich habe selbst einen gesehen. Nach einem Absturz sah es zwar nicht aus, aber gut geflogen ist er auch nicht wirklich. Er ist von einer Seite zur anderen gekippt, bis er schließlich auf einem Plateau im Südwesten von, ja, das ist wahrscheinlich auch, wo ich nicht hochkomme, von Saturn aufgesetzt ist. Wäre interessant zu wissen, ob jemand überlebt hat. Wenn wir doch nur wüssten, wie man auf das Plateau gelangt. Ah, okay, das Problem ist offensichtlich gewollt. Allerdings habe ich gehört, dass Noah vom Psychokan einen Weg kennen soll. Das Ding heißt sogar Psychokan. Der Typ hat auf mich geschossen. Scheiße. Ja, dann rede ich erst mal mit dem Pilot, wa? Ist das Pilot hier schon markiert? Ja. Oh Mann. Das ist sehr ärgerlich. Ich hab's ja prophezeit. Aber das Spiel lässt sowas zu. Damit bin ich schon mal zufrieden. So, dass ich mir die Hauptquest so ein bisschen verbaue, in Anführungszeichen. Weil ich dumm bin. Oder dumm handel, sagen wir es so. Muss mich ja nicht gleich komplett runter machen. Bin froh, dass die Mücken offensichtlich mutiert sind oder die Fliegen. So eine mutierte Fliege. Mir durchs Gesicht gerabbelt, brauche ich eigentlich nicht. Oh Gott. Da habe ich mich gerade sehr erschrocken. Bitte sterben Sie, danke. Da haben wir
das Schiff, wo der Sultan hoffentlich nicht gleich erschossen werde, nur weil ich ohne Haxe zurückkomme. Wenn es das Spiel zulässt, ist es nicht dumm. Nein, ich meinte nicht, dass es dumm ist, dass das Spiel es zulässt, sondern ich finde es gut, dass das Spiel es zulässt, dass ich dumm handle. Naja, ich habe eine Tür aufgemacht, auf mich wurde geschossen, so dumm war es auch nicht. Aber ich hätte ihn ja nicht gleich sehen müssen. Ich hätte mich ja auch nochmal mit Leuten unterhalten können. Sultan? Ist es höchstpersönlich? Ja. Nö, das hat sich einfach erledigt. Wir sehen uns. Zumindest, wenn du nicht drauf gehst. Reden mit Brot? Danke. Pilot? Brauchst du vielleicht einen Ortskundigen, der dir zeigt, wie man die ganzen Anomalien umgeht und sich von Missionen Sicherheit bringt? Pilot steht zu Diensten. Ich will dir Karten geben. Wo kannst du mich hinbringen? Zur Janow-Station, nicht weit von der Jupiter-Anlage entfernt, und von dort zurück zur Skadovsk. Skadovsk, ja. Lieber kenne ich nur eine Route. Aber die dann wie meine eigene Westentasche. Ich habe einige Karten vom Gebiet zwischen Saturn und Jupiter. Willst du mal einen Blick darauf werfen? So. Da war eine kurze Gesprächspause. Ich habe genießt. Aber das hat man nicht mitbekommen. Ich meine, ich sehe ja, dass ich mich mute. Aber ich bin irgendwie trotzdem so paranoid zu glauben, dass das, keine Ahnung, Anzeigefehler ist und doch trotzdem alles durchkommt. Vertraue der Technik nicht. Ich präzisiere, deine Handlungen können nicht dumm gewesen sein, da sie vom Spiel erlaubt sind. Oh, ja. Ja. Kann man so sehen. Kann man so sehen. Vielleicht wurde es auch einfach nicht berücksichtigt. Lass mal sehen. Gut, viele Details. In unserem Geschäft machen Details den feinen Unterschied zwischen Leben und Tod aus. In diesen Karten ist eine sichere Route eingezeichnet, die direkt von der Skadovsk zur Janow-Station führt. Wenn es dir nichts ausmacht, kopiere ich die Daten auf mein PDA. Ich kann dir dafür einen netten Preisnachlass anbieten. Ich kann nicht mit dir handeln, was für Preisnachlass? Achso, Preisnachlass zur Reise, ja. Wie viel kostet es zur Janow-Station? Mit den Karten nur 1000. Ich habe 1000 Kugeln für deinen Schädel. Okay, gehen wir. Ich hatte Rubel? Ich dachte, ich hätte keine Rubel. Wo bin ich? Hat sich das Game aufgehangen? Hallo? Also, ihr seht was. Oh. Ich werde angeschaut. Wir sind da. Sorry. Die Janow-Station ist ein relativ sicherer Zufluchtsort in der Gegend um Jupiter. Hier trennen sich unsere Wege, aber falls du mich brauchst, findest du mich vielleicht in der Bar. Muss mich dieser Typ so weird anstarren? Ich bin auch noch nicht allzu lange hier. Ist mir so egal. Nitro, mein Name. Ich kümmere mich um die Ausrüstung. Ich kann alles reparieren, was du brauchst. Allerdings ist es hier nicht leicht, an gutes Werkzeug zu gelangen. Solltest du fündig werden, bringe es direkt zu mir. Und falls du Hilfe mit technischen Dingen brauchst, komm vorbei und ich werde sehen, was ich tun kann. Warum fängt der Typ einen spanischen Akzent? Warum haben die alle so weirde Namen in diesem Game? Terminator, Nitro, der Typ heißt einfach Pilot. Nicht mal irgendwie so als Spitzname der Pilot, sondern er heißt einfach Pilot. Könnte natürlich auch wieder eine Übersetzungsgeschichte sein. Mir aber egal. Mach mich jetzt darüber lustig. Was soll ich tun? Wann ich gehe, verliere ich die Kohle. Wann ich nicht gehe, bin ich tot. Ja, dann alles für die Kohle. Reden. Achso, das Pilot. Sorry. Hey, Stalker. Wie geht's? Handeln. Ich hätte gerne einen richtigen Händler. Igor Wurm. Mann. Wir
kosten nichts, Kleinbeige. Кусок бы мяса. Egal, was man ihnen gibt. Wir wollen sowieso noch mehr. Wir geben nicht, Kleinbeige. Uns auf ihre Bedingungen einzulassen, ist die einzige Option, die wir haben. Oh, das ist ein bekannter Sprecher. Ich weiß aber nicht, woher. Grizzly. Stalker, hilfst du uns dabei, unseren Kumpel Mitai aus der Patsche zu helfen? Was ist passiert? Super, wenn die wie alle übereinander reden, oder? Ich glaube, das ist richtig unangenehm. Ich warte mal. Moment. Jetzt fängt meiner an zu keuchen, einfach aus dem Nichts. Mitai steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Banditen haben angefangen, ihre Muskeln spielen zu lassen und verlangen einen Anteil der Artefakte, die Stalker finden. Ah, das ist Sultan, oder? Seine Jungs. Wir haben zu ihm gesagt, dass sie verschwinden sollen. Wir waren der Meinung, dass die Stalker niemand etwas schuldig sind. Und die Sache war dann auch erst einmal erledigt. Bin kurz weg, ja, alles klar. Scheint doch sehr unangenehm zu sein mit den ganzen Voice-Files übereinander. Dann haben sie doch den armen Kerl in meinen Hinterhalt gelockt, als er sich allein auf den Weg gemacht hat, um Beute zu machen. Und jetzt fordern sie für seine Freilassung ein Lösegeld. Und was wollt ihr tun? Zauber schlägt vor, ihnen ein Artefakt als Lösegeld zu geben. Ich allerdings bin der Meinung, dass wir nicht klein beigeben sollten. Das würde ja bedeuten, dass Stalker mit den Banditen kooperieren. Meine Fresse, könnt ihr aufhören? Ach, ich bin einfach gestorben. Geil. Deswegen habe ich so gehechelt. Es juckt doch einfach keinen. Bin ich noch irgendwie verstrahlt und weiß es nicht? Hält das hier so lange? Ich krieg die ganze Zeit Schaden. Kann ich das hier einmal nehmen? Jetzt ist es weg. Crazy. Gut. Wir dürfen nicht klein beigehen. Egal, was man ihnen gibt. Wir wollen sowieso noch mehr. Wir geben nicht klein bei. Uns auf ihre Bedingungen einzulassen, ist die einzige Option, die wir haben. Thanks for the follow, Kao, and no, have fun with the German stream. Who's Grizzly jetzt? So, genau, was ist passiert? Was soll ich tun? Klein beigeben, kooperieren. Wir sollten das Artefakt verkaufen, mit dem Geld eine schlagkräftige Truppe anheuern, um dann schließlich das Lager der Banditen anzugreifen. Torbert hat recht, macht keinen Sinn, ein Blutbad anzurichten. Ach doch, das war bestimmt Sultan. Er hat Haxe auf dem Gewissen, mehr oder weniger. Wir können bis in die alle Ewigkeit diskutieren, unser Erfolg hängt von der Person ab, die es durchzieht. Ich kümmere mich selbst um diese Mistkerle. Oh nee. Вот такое, знает кто? Пересеклись как-то возле кордона, сталкер и вояка. Сталкер солдату. Куда чешешь? Wait, it's a German life? Yeah, I'm from Germany. Эй, не горячись, ну не знал. А чё несёшь ты такое тяжёлое? Весь вспотел. Да блин, вспотеешь тут. No. Патроны эти бронебойные no, на склад берите. I won't do that. Have a nice life, my guy. Thank you. Aber hat recht. Nee, das war genau die Geschichte. Ich bin ein bisschen aus dem Konzept jetzt. Dass wir auch hier internationalen Besuch haben, offensichtlich. Die ballern wir weg, habe ich gehört. Grizzly, genau, ich kenne ein paar Jungs, die uns sicher gerne helfen würden. Und du kommst auch nicht zu kurz, wenn es dir nichts ausmacht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich bin bereit. Großartig, ich kenne eine Gruppe von Stalkern, die in einer Spezialeinheit der Polizei waren. Du musst dich mit ihnen nachts nach eins an einem vereinbarten Ort treffen. Sie warten dort auf dich. Okay. Was? Also wie sorge ich denn jetzt dafür, dass es Nacht wird? Missionsprotokoll. Also das Stalker retten, wo ist der Spaß? Hier. Ist ja quasi auf dem Weg. Nee, so gar nicht. Ich bin ja da oben. Aber ich habe es auf die andere Seite geschafft. Das ist doch schon mal was. Also auf die andere Seite der Map. Nicht auf die andere Seite.
Ja, wir marschieren einfach mal raus. Das war gelogen. Ich suche hier noch meinen Händler. Wofür stehen eigentlich die ganzen Symbole auf der Karte? Du bist der Typ, ne? Nitro reparieren, Modifikation? Oh. Du hast Materialien erwähnt, falls du Werkzeug brauchst, ich kann mich darum kümmern. Nee, mir fällt gerade ein, ich kann noch die Dinger hier ausrüsten. Das machen die, ne? Wärmeschutz, chemischer Schutz, Psychschutz, Elektroschutz. Aber plus 4 Strahlenschaden, ne? Ich werde ja sehen, wie schlimm das ist. Bin ich hier dauerhaft verstrahlt? Ich nehme nochmal hier eine Dosis. Okay, das Zahnrad ist offensichtlich schon mal für Reparatur. Du bist Sava Graf. Du verkaufst mir eine Wurst. Du bist Pilot. Du hast auch nichts. Wie geht's, Bruder? Du verkaufst Knarren, aber kaufst keine. Nicht gut. Aber Jana, was haben die denn für einen Namen? Ich habe alles, was das Herz begehrt. Was darf sein? Was zum Futtern? Ein Drink? Oder doch ein paar Schüsse? Schüsse. Ohne Rüstung. Wie viel? Mehr als ich habe. Ich check das hier noch nicht so ganz. Wo kam denn der Damage jetzt auf einmal wieder her? Ich wollte doch nur was kaufen. Muss ich wieder zurück? Ich gehe da nochmal hin. Hallo? Hallo. In diese Rüstung. Nimm. Achso, das kaufst du ja gar nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Nimm mal ein bisschen Schrotmunition. Das kriege ich in keinem Leben zusammen. Und ich sehe hier sogar das Handelsfenster. Warum habe ich denn gerade so viel Schaden gekriegt? Schau ab und an vorbei. Kann ganz nett sein. Ich höre, Mann. Vergiftet mich hier irgendwer? Gut, schieß los. Ach, das sind Schütze. Das klingt wie so ein Soundbug. So 0815-Ding. Meine Waffe wird langsam abgenutzt. Das sind nette Typen. Also, mehr oder minder. Bitte leiser. Wächter. Mit denen habe ich so meine Probleme, habe ich gehört. Das ist das letzte Mal nicht so gut gelaufen mit denen. Oh, da liegt eine Leiche. Lässt mich auf Loot hoffen. Das könnte wirklich ein bisschen aufhören zu ballern jetzt. Na, hast du was Gutes dabei? Na, Munition immerhin, ne? Wertsachen. Oh, ist aber einiges draufgegangen. Würde ich wieder überladen werden. Ach, diese Schnorks schon wieder. Das ist noch ein bisschen schneller geworden. Was hauen die denn da? Jetzt sucht euch. Trefferfeedback ist nicht so eine Sache hier. Oh, da war, glaube ich, noch einer.
Jetzt Ruhe. Ihr macht das da hinten schon noch. Ich muss eure Jungs hier ausnehmen. Habe ich die jetzt mitgenommen? Ja, ne? Und ich werde langsam überladen. Okay, für mich, vielleicht kann ich damit ein bisschen Kohle machen. So, mal abspeichern diesmal. Ich glaube, ich muss mich in der Zuflucht da hinten schon wieder alle Gespräche neu führen. Ihr macht das schon. Lieber eure Munition als meine. Und willkommen zurück, Goldcoin. Habe ich jetzt auch mitgenommen? Ja, 3 Kilo plus. Dann gehe ich da nochmal rein. Das hier? Sag mal, gibt es diese Gebäude wirklich? Es gibt Gebäude in DayZ, die ungefähr genauso aussehen. Und das sieht irgendwie so ausgedacht aus. Aber wenn das hier jetzt auch nochmal 1:1 so ist, muss es sowas ergeben. Warum auch immer. Ich wüsste jetzt aber wirklich gerne langsam mal, warum ich schon wieder gestorben bin, gerade in dem Gespräch mit dem Händler. Das macht da so gar keinen Sinn für mich. Die durfte ich aber auch keine Knifte verkaufen, ne? Die komischerweise. Ach nee, der Gegenstand ist zu stark beschädigt. Scheiße. Verstehe. Was soll denn das für ein Gebäude sein? Na, das ist hier halt der Hafen. Also, der Bahnhof für den Piloten. Bin ja hergebeamt worden. Bruder? Wer redet mit mir? Ach ja, ich muss ja mit Grizzly Zeug machen. Bald. Achso, da gab's ja was. Oh, hier geht's runter. Nee, das welches auch unter sie gibt. Ach so, ja, keine Ahnung. Ich hab's einfach nur gesehen. Trapper, ich bin Trapper, du musst dich nicht vorstellen. Weißt du, dass ich Geheimdienstler bin? Also in DayZ ist halt Open World Survival, ne? Ist halt einfach nur irgendein random Gebäude. Was machst du? Nun, ich bin Trapper. Und bis vor kurzem habe ich Jagd auf Mutanten gemacht, die für die Stalker eine ernsthafte Bedrohung waren. Aber jetzt nehme ich die Aufträge entgegen und gebe sie an jüngere Jäger weiter. Ich bilde sie aus und lehre sie dabei Jagdtaktiken. Das klingt sehr uninteressant. Denk an den Typen, der Sachen reparieren kann. Ja, natürlich, aber dann muss ich ja Geld bezahlen, nehme ich mal an, ne? Und Geld ist ja eigentlich das, was ich mit den Waffen machen wollte. Ich kann natürlich auch nochmal hier modifizieren, reparieren. Dann sage ich ihm reparieren. Und dann kostet das mehr, als ich wahrscheinlich einnehmen würde mit dem ganzen Gerät. Und ich kann für ihn ein Werkzeug beschaffen, damit meine Waffe dann so aussieht, oder was? Kannst du mit der MP5 machen, Schalldämpfer drauf, danke. Und das macht einen Rückstoß. Formidabel. Ciao. Ciao. Hallo und willkommen. Lieutenant Gavrilenko. Kann ich dich irgendwas fragen? Weißt du irgendwas über die abgestürzten Hubschrauber? Unsere Patrouille hat gesehen, wie die Hubschrauber an Höhe verloren haben. Aber die Details dieses Vorfalls wurden dem Oberstleutnant selbst berichtet. Wir erhalten nur so viele Informationen, wie wir brauchen. Deswegen weiß ich nicht viel über diese Angelegenheit. Das ist beschämend. Aber ich glaube dir. Bist du der Lieutenant? Was führt dich hierher? Lass mich das nehmen. Mistsack. Oberstleutnant Schulger. Erzähl mir etwas über die Wächter. Nee, eigentlich nicht. Kennt ihr Bullet? Ich hoffe nicht. Ach nee, das war eh ein anderer Charakter. Was genau willst du wissen? Was macht ihr? Nö, nö, nö. Nö. Bis dann. Kann ich hier was nehmen? Nee. Man sieht sich, Sarka. Tschüss. Man, irgendwie konnte man im Hauptspiel mehr Zeugs mitnehmen. So random Zeugs. Sie können ihre Waffen wieder benutzen, das ist nett. Allzu freundlichster Hinweis.
Oh Gott, das sind ja die... Stopp! Das sind ja die starken Viecher. Die MP5 wäre nicht schlecht. Ja, dafür habe ich auch nichts. Ist doch bestimmt, die sind doch alle noch irgendwie mit Restmagazin besetzt, habe ich gehört. Das ist kein gutes Restmagazin. Ich habe noch mehr Hunde angelockt, verdammte Scheiße. Ach ja, ich bin überladen, kann deswegen nicht rennen. Hilfe! Game Over sieht schon mal ein bisschen freundlicher aus als Spiel vorbei. Bei der Geiselbefragung werden sie Hilfe von Stock anhalten. Sie müssen sich in der Nacht bei ihnen treffen, um die Banditen gemeinsam anzugreifen. Ja, selbes Problem. Kann ich irgendwas entladen? Ja. Lade mal. Okay, dann lasse ich die jetzt mal fallen, weil ich werde die nicht reparieren. Und jetzt nehmen wir das Ding mal und laden es durch. Hallo? Laden es durch. Achso, ich bin noch im... Genau. So, ich nehme an, die Quest, die markiert ist, ist die eben mit den Banditen campen, ne? Ich hoffe, ich werde das, werde da den Stalker treffen und kann denn bei dem nächtigen, sage ich mal. Sehr verrückt. Ich glaube, das war ein Bug, dass ich da zweimal gestorben bin in dem Gebäude. Das sollte so, glaube ich, nicht passieren. Oder da ist irgendwer, der mich vergiftet tatsächlich. Ist alles vorstellbar. Viecher werden noch mal größer. Meine Munition wird auch wieder ordentlich knapp. Für dich habe ich auch keine mehr, ne? Nee. Ich könnte mal wieder ein paar... Leichen brauchen. Mensch, da bin ich ja doch recht zufrieden mit dem Fortschritt, den ich in diesem Stream gemacht habe. Oh nee. Obwohl, töte die mal. Oh Gott, nicht ihn anschießen am besten noch. Die haben ein ganz anderes Kampfverhalten. Wenn die gegen Bots kämpfen, habe ich das Gefühl. Da habe ich die Augen noch kurz blitzen sehen. Ich helfe dir einfach nicht, okay? Ich bin ganz froh, wenn ich mich mit den Viechern noch nicht beschäftigen muss. Ich habe so einen Knoten in den Synapsen heute. Bei Kausalz hat man das, glaube ich, aber auch gemerkt. Mann, die haben es aber auch nicht übertrieben mit den... Hier füttern, oh Gott, das ist irgendwas ganz anderes. Hilfe! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Jetzt wollte ich schon wie ein Tarkopf meinen Kopf drehen. Dieses Spiel hat schon Besitz von mir ergriffen. Ein Freund in der Nähe. Oder zumindest ein menschliches Ziel. Ah, das wird der Kollege sein, ne? Der mit mir jetzt unbewaffnet ein Lager ausraubt, weil ich habe keine Munition.
Mann, kann ich hier nicht einfach auf Einbruch der Nacht warten? Muss ich jetzt... Huch. Neue Pistole. Und ordentlich Munition. Das ist geil. Mit Diegel? Ja, dafür lasse ich mich auch mal kurz zerstrahlen. Kriege ich die Tür irgendwie auf? Versteck gefunden. Ja, geil. Ach, das sind die Banditen, ne? Habe ich nicht gerade eine... Ach, das ist die. Das ist jetzt enttäuschend. Aber gib mir mal das. Oh ja, 107 Schuss mit der Diegel ist was Feines. Oh, das ist ganz gut. Wie soll ich denn jetzt bis zur Nacht warten? Ach komm, ich... Einfach in Dorframbo jetzt. Ich hocke hier doch nicht bis nachts rum, sind die doof. Steht er ja, ich hatte umgefallen. Ach Gottes Willen, Gott sei Dank triffst du mich nicht. Das sieht richtig unfähig aus, ne? Oh, da ist aber ein Spezialist jetzt. Flankt mich ganz schön krass. Bitte. Oh Gott. Ich hätte auf die Kollegen warten sollen. Achtung, Achtung! Eine Emission steht kurz bevor. Das ist nicht gut. Alle sofort in Sicherheit bringen. Gehen die jetzt einfach? Das ist aber auch eine halb epische Nummer jetzt. Ja, ja, ja. Ich kümmere mich schon irgendwie um euch. Gott sei Dank habe ich so viele Granaten. Leute! Spazite! Mal durchladen. Ich habe ein Problem mit Strahlenbelastung gerade. Läuft hier meine Wurst. 13 Banditen, Hilfe. Die ganzen Dullis wären doch alle gestorben, aber wo finde ich denn jetzt die Deckung? Das ist Mikai wahrscheinlich, oder wie der hieß. Eine Tür bitte. Der wird ja wohl nicht auch sterben. Man hat nicht gesehen, dass ich mich erschrocken habe, oder? Hat man noch nie. Das hilft so gar nicht. Der Verband. Was war das? War, achso, war was. Oh, ich muss Deckung finden. Mann, wie viele sind denn da noch drin? Ich brauche Deckung, Leute. Wird Mika schon nicht treffen, oder? Ja, ich hab's verstanden. Nicht gut, nicht gut. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Scheiße. Das ist keine Deckung. Das ist auch keine Deckung. Ich brauch Deckung. Warum dürfen die sich überall bewegen oder so? Oh Gott, ich hab Energy Drinks. Ich sterbe gleich. Energy Drink reicht nicht. Scheiße. Mission fehlgeschlagen.
Arg. Ich muss also nochmal von vorne machen, ne? Ah ne, ich habe im Inneren gespeichert. Scheiße. Kann ich ja kurz looten, oder? Granaten kommen mir, glaube ich, ganz gelegen. Wer den Shit hier mal neu ordnen will. Oder wird das getriggert, wenn ich an bestimmten Punkten vorbeilaufe? Weil jetzt gerade kommt das noch nicht, ne? Konserven, Wurst, Verbände. Nicht so schlecht. Na gut, die Schrotpatronen brauche ich nicht. Und in die Richtung war... Da hinten sehe ich zumindest jetzt Mikai auf der Karte. Du bist zu erschöpft, um weiterzugehen. Hier, nimm das. Das reicht nicht. Nicht geholfen war, also ich kann die Granate nicht kochen lassen. Ja, zumindest einen muss ich getroffen haben. Aber wo soll ich denn Deckung finden? Ich bin doch selber Deckung. Ist das Deckung? Nein. Das ist mies unfair. Ich fang schon wieder so viel an zu jammern. Und was ist das? Ich dachte, ich hatte eigentlich Radioaktivität ausgeschaltet, also im ersten Teil. Das muss als Deckung reichen. Eieiei. Tipps für das Überleben in der Zone. Tipp 1, Sie können die Waffen, die Sie finden, entladen. Ja, klasse Überlebenstipp. Sag mir mal lieber, wo ich hier Zuflucht finde. Ich habe gerade gesagt, ich wollte keine Schrotmunition mitnehmen. Bin ich schon wieder überladen eigentlich? Ja, was schmeiße ich weg hier? Obwohl, nee, einfach das. Anstrengend hier mit dem Sprint-Zeugs. Ich werde wohl in diesen Tunnel da rennen müssen. Eine andere Chance sehe ich gerade nicht. Oh, wie wenig mir das bringt. Im Hauptschwert zwingend noch voll gemacht. Spiel sagt nein, ja, Spiel sagt oft nein. Bitte Deckung. Zähl doch als Deckung. Nicht deren Ernst. Säcke. Oh, Gott sei Dank. Jetzt muss ich hier wohl eine Weile sitzen bleiben. Keine andere Wahl. Ah ja, stimmt, das wird ja ein bisschen beschleunigt. Das ist ganz nett. Wie weit bin ich eigentlich? Oh, ich bin ja um die Ecke von dem Absturz. Achso, meine Hauptmission ist gerade... Da stand... Offensichtlich nicht Deckung gefunden. Ich dachte, da stünde in Deckung warten. Habe ich mal wieder grandios aufgepasst. Oh. Scheiße.
Das ist nicht gut. So lange reicht die Sprintgeschichte auf gar keinen Fall hier. Diese Scheiße mit ihrem Sprintkack hier. Hallo Zombies. Die Bots dürfen wieder leben, natürlich. Also auch die menschlichen. Das ist richtig schlecht. Ich glaube, ich habe mich gesoftlockt. Hier überlebe ich offensichtlich nicht. Nehme an, diese Scheiße kann ich mir auch nicht einfach unendlich lange spritzen und dann einfach nicht sterben. Da geht das Leben auch gerade schön runter. Moment, kann ich mich da vielleicht gegenheilen? Nicht lange. Ich werde, ich bin besoffen und gestorben. Ja, dann würde ich sagen, eine Lösung für dieses Problem suche ich im nächsten Stream. Die Mission ist vorbei. Yay, ich kann sie anscheinend mit Gegenheilen überleben. Ja, kann mich bitte jemand abholen? Danke. Nee, wie gesagt, das regeln wir im nächsten Stream. Also, eine Woche. Hoffentlich erinnere ich mich dann noch an die ganze Geschichte hier. Ich guck mal, ob es... Ah ja, guck mal, es gibt hier genug Ankunft in der Janov-Station. Ich nehme mal an, da werde ich weitermachen. Das ist zwar nur 40 Minuten Spielzeit, die nachgeholt werden muss, aber das werde ich überleben. Das werde ich überleben.